Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Duft Liebe Tets. Ich bin die Nicole. Ich bin der Manuel. Und wir sind eure unabhängigen Sensi-Berater. Heute haben wir für euch die Dumbo-Kollektion, welche jetzt vor kurzem erst rausgekommen ist. Es ist noch eigentlich fast alles verfügbar, außer der elektrischen Duftlampe, die wir euch auch zeigen werden. Und es ist alles noch bestellbar. Dumbo war sehr stark nachgefragt, vor allen Dingen der Duft. Ich hatte den ja schon im Club. Ich glaube, das ist jetzt 2,5 Jahre her, als der das erste Mal da war. Und da habe ich mir den sofort in den Sensi Club gepackt. Weil er gut riecht? Nein, der war fest in der Kollektion drin. Der Dumbo-Duft war fest in der Kollektion drin. Im Katalog. Und als der dann rausging aus dem Katalog, habe ich ihn mir in den Sensi Club reingepackt. Und ich muss sagen, der wurde fast genauso stark gehypt jetzt wie der Angel Duft, den jetzt auf einmal irgendwie gar keiner mehr will. Und ich auch nicht, weil ich ja dafür den Aladdin total cool finde. Aladdin ist übrigens in der Schatztruhe drin, den könnt ihr euch noch bestellen, aber ihr könnt ihn nicht mehr in den Sensi Club packen, weil sobald der Duft in der Schatztruhe ist, kann er dann in den Sensi Club gepackt werden. Genau. Wer sich den Dumbo Duft sichern möchte in seinem Sensi Club, der sollte das auf jeden Fall tun, denn wenn die Kollektion wieder verschwindet, dann ist auch der Duft wieder weg. Und jetzt, wenn ich ihn schon mal in der Hand habe, können wir eigentlich auch gleich mal reinschnuppern, oder? Also ich mag ihn gerne, aber wie gesagt, mir wurde der immer aus den Händen gerissen. Der hat so eine richtig schöne, frische, cremige Note. Frisch, fruchtig, ja, cremig. Ich riech's bisher. Das ist ein richtig schöner Duft. Ja. Also der ist richtig, richtig toll. Hat auch so einen leichten Vanillehauch. Und auf Wolken schweben. Ja, genau. Fliegen. Fruchtig fliegen und... ja, der ist einfach schön. Der ist richtig, richtig schön. Ja. Und der wird beschrieben: Meine Damen und Herren und Kinder jeden Alters, willkommen zum schönsten Duft der Welt. Disney Dumbo, Zirkusparade, süße Clementine, cremiger Pfirsich, frische Mango und Vanilleschote werden Sie und Ihren neuen Freund Dumbo entzücken. Ja. Wobei ich jetzt sagen muss, ich bin kein Pfirsich-Fan, ne? Aber Pfirsich, finde ich, kommt da überhaupt nicht so raus. Das Zitrische, die Clementine Mango. Und dieses leichte Herbe von der Mango ist da auch mit drin. Und dann halt eben Vanilleschote, aber wie gesagt, ich bin froh, dass der Pfirsich da nicht so raus riecht. Also es ist ein richtig, richtig schöner Duft, den man mal ausprobiert haben muss, meiner Meinung nach. Ja, auf jeden Fall. Und zu dem Duft gibt es auch noch den Scent Circle. Den könnt ihr euch zum Beispiel ins Auto reinhängen oder in den Kleiderschrank oder sonst wo. Kleine Kabine, ja. Je nachdem. Die Scents wirklich sind eigentlich dafür ausgelegt, dass sie so 10 bis 15 Tage duften. Und das ist eigentlich so eine Sache, um sich einfach mal einen Eindruck von dem Duft zu verschaffen. Und dann haben wir natürlich auch noch den Scentpack. Der ist, mit dem Dumbo kommt der. Und den kann man natürlich auch aktuell noch nachbestellen. Und ich finde es halt schön, dass die Disney-Dumbos oder Marvel oder was man sonst noch an Scentpacks haben von Sonderkollektionen, dass da immer ein Motiv von dem jeweiligen Charakter drauf ist. Und ich kann euch sagen, cool. Der hält. Der hält dieser Sack. Der hält dieser Sack. Hält ewig, ja. Der lag mal bei uns lang im Wohnzimmer auf dem Tisch, ne? Ja. Lang. Also wir haben einen Glastisch. Ich empfehle euch nicht, das auf einen Holztisch zu legen, weil das hinterlässt Flecken. Oder auf Kunststoff oder sonst irgendwo. Weil da ätherische Öle trotzdem drin sind. Öle drin sind, die dann halt eben rausdüfteln. Aber der lag lang auf unserem Wohnzimmertisch. Der ist aus Glas und dem hat es nichts ausgemacht. Ja. Und ich bin da öfter mal rein ins Wohnzimmer, wo nichts an war, und habe dann gesagt zu Mani, was riecht denn da so? Und dann hat er immer wieder gesagt, das ist immer noch dieser Sandpack, der hier schon ewig liegt. Ja. Gut, und jetzt kommen wir mal zum Dumbo. Zeig erst mal die Schachtel. Ja, ich will bloß das aufmachen. Da ist er. Genau. Ist er nicht schön? Ist total süß, ja. Ja, dann haben wir hier noch Disney. Ja. Weil er ja von der Disney-Kollektion ist.
Dann haben wir da auf der nächsten Seite nochmal die Beschreibung, schätze ich einmal, vom Dumbo. Ja. Ich habe es noch nicht weiter gelesen. Ja. Auch nochmal. Und da ja eben Sensi Buddy. Genau. Und der Karton hat eben auch noch eine Besonderheit. Hier oben drauf. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ich glaube, von der Rückseite sieht man es besser. Ist hier noch was, was man rausdrücken kann. Und wenn man das rausdrückt, dann kann man das quasi schon so als Geschenkpackung nehmen. Also das sind dann zwei Henkel, die hier entstehen. Und dann kann man das quasi dem Beschenkten übergeben. Es freuen sich nicht nur Kinder drüber, sondern auch Erwachsene. Sind ganz große Buddy-Liebhaber. Sieht man Gott sei Dank nicht, was du hier mit deiner Hand machst. Ja, ich habe schon ein paar. 5 oder so. Ja. 0 hinten dran. Und es langt noch nicht. Ja, und dann holen wir einfach mal raus, der Dumbo Buddy. Der mit seine, der ist schon süß irgendwie. Mit seinen riesen Schlappohren. Ja. Na, und das Mützchen oben drauf. Ist schon goldig, ne? Ja. Hinten drin haben wir natürlich wieder dann die Möglichkeit, den Sandpack. Sandpack reinzutun. Genau. Oder Geschenke, Geldgeschenke oder was auch immer. Ja, da könnt ihr eure Millionen jetzt quasi auch drin verstecken, ne? Als Safe oder so. Habt. Dann haben wir hier das Sensi-Zeichen. Ja, das klassische Sensi-Zeichen. Genau. Und unten ist auf dem Fuß. Auf dem Fuß Sensi eingestickt. Genau. Also er ist echt schön. Er schaut treu doof. Er fühlt sich ja wieder mal gut. Er fühlt sich auch super an. Ja. Also, aber die Ohren sind schon echt der Hammer, ne? Also diese riesigen Schlappohren. Ja, die hat er durch einen Niesen gekriegt. Was, durch ihr Niesen? Durch Niesen, glaube ich. Keine Ahnung. Ich bin jetzt so der Disney. Obwohl der Film ja eigentlich traurig ist. Der ist schon traurig, ja. Deswegen schaue ich noch nicht. Aber er ist schon goldig mit seinen riesigen Öhrchen. Ja. Und die Augen sind auch wieder aufgestickt. Und da haben wir dann auch den Rüssel. Und er hat auch diese Halskrause rum, die er auch im Film dran hat. Also es ist wirklich so richtig schön authentisch Dumbo. Ja. Richtig süß. Für jeden Dumbo- Kuscheln. Oder Elefantenfan ein absolutes Muss. Ja, das stimmt durchaus. Und halt auch immer schön verpackt in den Kartons, die auch sehr detailgetreu gestaltet sind. So, und dann wieder reingesteckt. Ja. Wieder eingepackt. Dann kommen wir auch schon zum letzten Produkt und ich hätte gedacht, dass das so groß ist. Ja, ich eigentlich auch nicht. Aber so täuscht man sich. Ja, und zwar zur Dumbo-Duftlampe. Wie gesagt, die gibt's nicht mehr, aber vielleicht kommt sie ja irgendwann mal wieder. Ne? Wir haben ja jetzt schon so einige Disney-Kollektionen, die wieder erschienen sind. Und hier haben wir zum Beispiel mal ein Bild von der Dumbo-Lampe drauf. Und ja, das ist doch auch süß, oder? Wie er hier so aus dem Vorhang rausguckt. Ist übrigens auch das Bild auf der Duftlampe, da kommt er ja auch so raus. Hier haben wir den Zeremonienmeister. Den ist, ja, ich weiß, ihr wisst es, in der USA und in UK und überall gibt es den auch als Bodyclip, nur eben leider bei uns nicht. Ja, hat wohl irgendwie mit dem Zoll zu tun, dass wir die irgendwie nicht bekommen. Was ich sehr, sehr schade finde, weil die Bodyclips gehen mir wirklich sehr ab. Oh. Was steht da? Da ist dann auch wieder so ein Spruch drauf. Da steht, don't just fly, soar. Don't just fly, soar. Naja, ja. Ich habe keine Ahnung, was das soar heißt. Müssen wir vielleicht einmal nachgucken. Also ist auch wieder gut verpackt. Ey, die ist echt riesig. Oh, da kommt schon mal das Zeltdach, sage ich einmal. Genau. Na? Ah jawohl, das ist wieder so gelöst. Die Basis ist wieder extra bei dieser Duftlampe. Was? Ja, das mag ich schon beim Tor nicht. Nett? Nein. Also ich finde es nicht schlecht, schlimm. Du kommst ganz schlecht da irgendwie. Da ich finde das jetzt nicht schlimm. Unten drin. Also, ja, man kann ja das runter machen ja, und aber dann ist halt immer wieder mit wieder Arbeit drauf. So faul ist, ne? Man könnte aber auch eine Zeitschaltuhr hinmachen oder zum Beispiel ein so ein Alexa-Ding. Eine Alexa-Steckdose, wo man dann sagt,
Licht an. Dumbo aus und dann geht's aus. Das wäre jetzt zum Beispiel auch eine Möglichkeit, die ihr verwenden könnt. Ja, was eigentlich gar nicht einmal schlecht ist. So, steck's einmal ein. Jawohl. Wir haben hier wieder... Was haben wir für Glühbirne? Eine 20 Watt. 20 Watt Glühbirne kommt da rein, okay. Ich pack die jetzt mal aus, der Mandel schmeißt halt alles nur. Ja, weil es noch nicht so richtig ausgeleiert ist. Alles noch stark. Also, 20 Watt Glühbirne kommt da rein. Wie gesagt, achtet bitte drauf. Ich mache das jetzt auch bei allen Glühbirnen, dass ich darauf achte, dass ich die nicht am Glas anfasse, sondern ich nehme immer so ein bisschen was von dem Plastik und drehe sie dann rein. So, dann schauen wir uns die Duftlampe erstmal an, bevor wir sie einschalten. Oh, oh, ich schaue das schön aus. Ich habe eigentlich gedacht, ich gebe sie wieder weiter. Ne? Nein, das glaube ich fast nicht. Ich habe gedacht, ich zeige sie euch und dann gebe ich sie weiter, aber ich glaube, das schaut schlecht aus. In die Vitrine gehen? Ich glaube, das schlaut schlecht aus. Meine Frau hat heute ein bisschen Sprachfehler. Oh, schaut es euch an. Der Dumbo, der guckt hier aus dem Zelt. Das hier ist, ich glaube, Biskuitporzellan, ist aber lackiert dieses Mal. Also es hat eine wirklich glatte Oberfläche. Ja. Und hier haben wir dann auch... Das soll wahrscheinlich so eine Lichtergirlande darstellen. Und hinten steht Dumbo. Hinten ist dieses Dumbo-Emblem drauf. Genau. Also von dem Zirkus halt eben. Ja. Und sehr schön. Der Dumbo schaut halt eben aus dem Zelt raus. Schatz, geh mal ein wenig zu mir rüber mit dem Kopf. Zu mir rüber. Jetzt zeigt das besser. Ist doch süß, oder? Also es ist nicht nur... aufgedruckt, sondern der ist hier richtig dreidimensional, schaut der da raus und ich kann mir echt vorstellen, dass das richtig aufwendig ist, dass die da wirklich richtig aufpassen müssen, dass der Rüssel nicht abbricht bei der Produktion. Daniel, die Mütze da oben. Ja. Ne, das es ist ja auch alles Handarbeit, also in Handarbeit bemalt. Also da steckt wirklich sehr, sehr, sehr viel Arbeit drin. Was hast du vergessen? Da haben wir noch was. Da haben wir den, die Maus ist da drin im Deckel. Also das sieht schon schön aus. Ist schon schöner. Also ist schon wirklich richtig schön. Und dann haben wir hier eben noch dieses Zeltdach. Und das kommt dann hier oben drauf. Und aus den Zwischenräumen kommt dann der Duft raus, sozusagen. Also es ist richtig schön. Dann zeigen wir es ja euch mal im eingeschalteten Zustand. Schalte mal an. Ein wenig hell ist er, ne? Dann kommt hier die Duftlampe drüber. Schaut schön aus. Und dann kommt noch das Zelt oben drauf. Schaut doch schön aus. Schaut richtig schön aus wie ein beleuchtetes Zelt. Ja. Also leuchtet auch richtig schön durch. Wo der Dumbo dann rauskommt. Hier hinten sieht man jetzt auch dieses Emblem ganz schön. Ja. Sehr schön. Auch mal wegen des Rote vom Dach. Ja, da scheint auch ein wenig so das Licht durch. Das finde ich auch schön. Also. Und vorne spitzt halt der Dumbo raus. Ist das jetzt ein wenig schwierig, das euch zu zeigen. Ich kann näher zu zeigen. Warte mal. Näher an die Kamera zu gehen. Warte, ich hier hoch. Nicht, dass ich was nur nachhaue. Und hier seht ihr, das schaut aus, als würden hier jetzt so eine Girlande mit Lichtern rings um das Zelt sein. Da hinten haben wir das Dumbo-Zeichen. Vorne luschert der Dumbo dann raus. Oh, ist die schön. Also die ist echt schön und die hat auch eine ordentliche Größe. Ja. Holst du mal das Lineal raus, dann können wir das einmal noch abmessen. Und wenn ich jetzt hier den Deckel abnehme, dann seht ihr hier die Maus im Deckel. Und was sagst du, was ist? In der obersten Schublade. Ach, in der Schublade. Genau. Also ich finde sie toll. Und ich weiß, auch einige von euch konnten sie sich sichern. Und da könnt ihr echt froh drüber sein. Die hat eine Höhe von 20 cm. Also ordentliche 20 cm ist wirklich eine richtig schöne Größe. Richtig große Lampe. Ja. Ja, doch, ist schön. Ach, mir gefällt sie, Schatz. Ich weiß schon bald nicht mehr, wohin mit Duftlampen, weil die alle so schön sind. Ja.
Das ist die Dumbo-Duftlampe. Schön. Ist richtig, richtig schön. Ich habe eigentlich ja gedacht, dass es mir so gefällt, dass ich es selber behalten will, aber... Weil es zu nett kraft, würdest du dich jetzt eichern? Ja, das kann durchaus möglich sein. Ja. Ich meine, ich habe zwar, ich weiß zwar nicht mehr, wohin mit Duftlampen, aber wir hatten in der Vergangenheit so viele schöne Duftlampen, von denen es mir echt schwerfällt, mich zu trennen. Ja. Dass ich sage, ich würde die mal weitergeben oder irgendwie sowas. Nee. Nee, es werden eigentlich immer mehr. Und da muss ich mal, ehrlich gesagt, noch was einfallen lassen. Jo, wie gefällt euch die Kollektion? Wie gefällt euch der Duft? Das interessiert uns natürlich jetzt wieder. Und konntet ihr euch dieses wunderschöne Stück ergattern? Es hat, glaube ich, eine halbe Stunde gedauert, dann war es ja ausverkauft. Und ja, bei solchen Geschichten lohnt sich's halt immer, wirklich bald da zu sein und zu schauen, dass man sich sein Exemplar sichert. Weil, wenn weg, dann weg. Genau. Genau. Gut, wenn ihr kein Video mehr von uns verpassen wollt, dann abonniert doch gern unseren Kanal und drückt auf die Glocke, dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn ein neues Video hochgeladen wird. Und das war's jetzt wieder von uns für heute, für euch. Wenn ihr Fragen habt zum Partylink zum Beispiel, habe ich jetzt schon länger nicht mehr erwähnt, wenn ihr einen Partylink haben wollt, um eine gewisse Zeit lang darüber zu shoppen, um auf tolle Prämien zu sammeln, dann sagt mir das sehr gerne Bescheid. Ich informiere euch da gerne über die Details, auch per E-Mail oder am besten über Instagram. Das sind so die besten Wege, mich zu erreichen. Und wenn ihr sonst irgendwelche Fragen habt, dann könnt ihr mich auch sehr gerne kontaktieren. Na gut. Jetzt war es aber wirklich. Jetzt war's. Wir wünschen euch eine schöne Zeit und hoffen, wir sehen uns dann bald wieder in einem unserer nächsten Videos. Ciao! Tschüss.